Servus Leute, willkommen zu meinen Neuzugängen aus dem Februar. Wer meinen Lesemonat schon gesehen hat, war ein bisschen einseitig, Mittelerde-lastig, aber da ist eben der 12. Teil von Das Erbe der Macht gelesen worden, und den gibt's eben, und deswegen der Neuzugang, das ist der 4. Teil der Buch, das ist ja 12 E-Books in 4 Hardcover-Büchern, und das ist eben der 4. Teil von Das Erbe der Macht, Schattenchronik, Allmacht, von Andreas Suchanek. Und ja, das ist ein Neuzugang. Dann, das ist jetzt, glaube ich, der, welcher Teil, fünfte Teil von Magisterium, von Holly Black und Cassandra Clare. Die silberne Maske heißt es. Ich lese euch das mal ganz kurz vor. Callum kann es immer noch nicht fassen. Sein Freund Aaron ist tot. Für Trauer bleibt allerdings nicht viel Zeit, denn die Anhänger des Feindes des Todes entführen ihn und fordern Unglaubliches. Er soll seinen Freund von den Toten zurückholen. Doch welchen Preis muss Cal zahlen, wenn er einen Pakt mit dem Bösen schließt? Ich bin gespannt. Ich habe schon die unterschiedlichsten Meinungen über dieses Buch gehört. Und eine dieser Meinungen, und Steffi, du weißt, ich halt auf deine Meinung gerade bei diesem Buch ganz schön viel. War nicht so begeistert. Also ich mache mir dann mal mein eigenes Bild, aber der selbst auch der letzte Teil war schon nicht mehr so der Brülle. Von dem her, ich will halt wissen, wie die Geschichte weitergeht, deswegen kommt der eben dazu. Ihr wisst, ich habe selber 2 Katzen. Ich liebe Katzen, und irgendwie hat mich diese Geschichte von Iris und Tula aus dem Bastei Lübbe Verlag von Arabella Carter Johnson sehr interessiert. Die Katze, die unsere Familie rettete. Iris und Tula. Ich lese euch das mal ganz kurz vor, damit ihr wisst, um was es dafür in etwa geht. Die Geschichte meiner autistischen Tochter und der Katze, die sie rettete. Die kleine Iris Grace ist anders. Von Geburt an jagt ihr die Welt Furcht ein. Sie lacht nie und lernt einfach nicht zu sprechen. Schließlich sucht ihre Mutter Hilfe. Die niederschmetternde Diagnose lautete schwerer Autismus. Die Ärzte sagten, Iris werde ihre Eltern niemals Mama und Papa nennen. Doch dann lernt Iris die Katze Tula kennen. Die beiden werden beste Freundinnen und unternehmen fortan alles zusammen. Iris und Tula malen, spielen, baden, kuscheln, schlafen und erkunden gemeinsam die Welt, als ein Wunder geschieht. Iris beginnt zu sprechen. Ich liebe Katzen. Ich kann nicht ohne Katzen. Wisst ihr, eines meiner zentralen Lebensmottos ist, ein Leben ohne Katzen ist möglich, aber sinnlos. Und ja, so ist es nun mal. Ein weiterer Neuzugang. Und dann ein Neuzugang von der guten Jenny, von der Lisa Grimm, Götter von Asgard. Die gute Jenny, die hat tatsächlich
ist beim Knaue Verlag untergekommen als Autorin. Und das freut mich ungemein für dich. Ich bin sehr, sehr gespannt, fast schon ein bisschen gehypt. Ja, denn ich will das jetzt so bald wie möglich lesen, weil ich hoffe, dich in Leipzig auf der Buchmesse zu treffen und dann können wir vielleicht ein kleines bisschen über dein Buch hier quatschen. Buntes Licht tanzte über die mächtigen Burgen und ließ ihre edelsteinverzierten Fassaden erstrahlen. Loki deutete grinsend nach oben. Galaxien, unzählige, sie schienen zum Greifen nah. Es gibt eine uralte Prophezeiung über den Untergang Asgards. Natürlich glaubt die Studentin Rai kein Wort von dem Gerede der mysteriösen Kara, die ihr behauptet, sie vor dem Zorn der Götter schützen zu wollen. Stattdessen ergreift sie die Flucht vor ihrer neuen Freundin und läuft dabei Tyr in die Arme, der sie auf Anhieb fasziniert. Rey ahnt nicht, dass Tyr als Odins Gesandter um jeden Preis verhindern soll, dass die Prophezeiung eintrifft. Als sich auch noch Loki, Gott der Listen, in die Geschehnisse einmischt, muss Rey erkennen, dass die Legenden über Asgards Götter und Riesen sehr real sind und dass sie Rey auf die Reise ihres Lebens führen werden. Ich mag Geschichten über die Götter von Asgard. Dementsprechend ist der Titel Die Götter von Asgard richtig geil. Denn, und schaut euch mal dieses hammelschöne Cover an. Mal kein Gesicht drauf, sondern einfach wunderschön, wahrscheinlich zur Geschichte auch noch passenden Cover. Das ein weiterer Neuzugang von mir. Ja, und falls ihr mein vorletztes Video gesehen habt, über das weiß-blaue Booktuber-Treffen, habt ihr ja vielleicht gesehen, dass ich mal wieder in meinem geliebten Text, das ist ein Buchladen in der Nähe vom Sendlinger Tor in München, da gibt es Mängelexemplare und einfach günstige Bücher, Restposten und alles Mögliche. Und das ist die Tasche, die ich da mitgenommen habe. Die packe ich jetzt mal aus. Da sind sogar noch hier der Preis drauf. Von H.G. Wells, die Zeitmaschine, hat mich 6,95 gekostet. War bestimmt teurer. Es ist nur so ein kleines Büchlein, aber ich fand es echt cool und ich wollte unbedingt schon lange mal zu dieser Geschichte, ich meine, den Film kennt jeder, aber ich wollte unbedingt das Buch dazu mal lesen. Deswegen spielt um 1900 und da so ein Typ, der baut eine Zeitmaschine und reist in der Zeit zurück. Wie auch immer. Dann, wartet mal, hier habe ich noch einen Klassiker und zwar von Alexandre Dumas, der Graf von Monte Cristo. Ein Klassiker und ich wollte ihn auch schon immer mal lesen, beziehungsweise ich habe den, glaube ich, vor ewigen Zeiten, und das ist wirklich lang her, wahrscheinlich 25 Jahren oder irgendwie so, glaube ich, schon mal gelesen und fand den richtig toll. Und jetzt dachte ich mir eben, ich müsste den eigentlich noch mal lesen und konnte ihn nirgends finden, also habe ich mir den, Hardcover kostet 10 Euro, also 9,95. Da dachte ich mir, hey, das nehme ich doch mal mit. Und falls ihr meinen letzten Lesemonat und meine Challenge, also 18 im Jahr 2018 gesehen habt,
ja, ich habe jetzt endlich mal Vedora, beziehungsweise endlich mal Bücher von Markus Heitz gelesen, nämlich die beiden Vedora-Teile. Und ich fand Markus Heitz als Autor ultra geil. Muss ich ja hier mal ehrlich sagen. Den treffe ich hoffentlich auch nächste Woche in Leipzig auf der Buchmesse. Da kann ich das ihm persönlich sagen und das werde ich auch. Tja, und eines seiner berühmtesten Werke ist die Zwergenreihe. Und die gibt es in einem richtig, richtig geilen, wunderschönen Schuber, der, ich glaube, normalerweise irgendwie so um die 44 Euro kostet. Und ich habe diesen Schuber für, falls ihr es erkennt, für 22,50 bekommen. Ist hier, glaube ich, ein bisschen getaped, falls man das erkennen kann, dieser Schuber. Und so wie es aussieht, ist das Einzige, was an diesem Schuber kaputt ist. Hat hier einen kleinen Riss, aber die Bücher sind in Ordnung und es sieht von vorne, wenn er so drinnen steht im Regal, sieht das kein Schwein. Von dem her ist das... So what? Bei Büchern geht es um den Inhalt. Ja, auch ein bisschen ums Aussehen. Aber, wie ihr seht, heilen Sack. Ich muss mir echt mal... ich müsste die Bücher, oder wenigstens so viele Bücher im Monat lesen, wie ich wieder neu dazu bekomme. Aber... als Bookaholiker, ihr kennt das Problem. In diesem Sinne, wie auch immer, das war mein Lesemonat Februar. Schmarre, meine Neuzugänge. Natürlich, bin schon ganz... Neuzugänge, so viele Neuzugänge. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Bücher. Ja, in diesem Sinne, das waren meine Neuzugänge aus dem Februar. In diesem Sinne, lest mal wieder was.